Ich begrüße Sie sehr herzlich zur Andacht am Ostermontag. Mit dieser Andacht heute beschließen wir die lange Reihe der Andachten und auch Gottesdienste in unseren Gemeinden aus Anlass der Karwoche und der Ostertage. Die Geschichte, die diesen Tag nun prägt, ist die Erzählung von den beiden Jüngern, die nach den Ereignissen um Jesu Tod auf dem Weg nach Emmaus sind. Die Personen sind bis auf Jesus kaum greifbar. Der eine der beiden Männer trägt zwar einen Namen, er heißt Kleopas im Lukasevangelium, doch sein Freund bleibt dagegen namenlos. Aber beide gehören zum Umfeld derer, die sich als Jünger Jesu verstanden, wenngleich sie nicht zum engen Kreis der Zwölf gehört haben. Auch der Ort Emmaus ist auf der Landkarte nicht zu finden. Vermutungen gibt es viele, aber den wirklichen Treffer hat noch keiner gelandet. Aber wenn Emmaus nirgends zu finden ist, was machen wir dann mit dem Ort? Da wäre es ja spannend zu schauen, wo ist denn für uns unser Emmaus, wo wir Jesus begegnen am Ende der Geschichte. Charakteristisch ist für diesen unbekannten Ort wohl immer eine Geschichte, gar eine Lebensgeschichte, gespickt mit allem, was so das Leben ausmacht an Auf und Ab. Der Evangelist Lukas scheint das so zu sehen, denn seine Geschichte beginnt folgendermaßen. Am selben Tag waren zwei Jünger unterwegs zu dem Dorf Emmaus. Sie unterhielten sich über alles, was sie in den letzten Tagen erlebt hatten. Und was hatten sie alles erlebt? Freude und Leid, festes Vertrauen und große Zweifel. Und am Schluss auch die Angst, das Versagen und den Tod Jesu am Kreuz. Der gemeinsame Weg lädt die beiden zum Rückblick ein auf die Ereignisse um Jesu Leiden und Sterben. Der gemeinsame Weg führt sie dazu, sich noch einmal klarzumachen, was da alles passiert war. Doch die beiden tun sich schwer damit. Sie bleiben an der Oberfläche des Erlebten hängen und kommen einfach nicht in die Tiefe dieser Geschichte hinein, die ihnen erklärt, warum das eigentlich ist. Und sie merken doch, diese Tiefe bräuchte es, damit die Geschichte auch für sie gut weitergehen kann. Und wie das so ist, gerade dann, wenn die Geschichten, die erlebt wurden, die man sich erzählen kann, nicht so einfach sind, dann passiert das oft, dass die Lösung schon mit einem auf dem Weg ist. Dass der helfen kann, dass derjenige, der einen Ratschlag hat, schon mit dem geistlichen Spaten zum Graben neben einem hergeht. Aber die beiden, die einander erzählen, die merken das noch gar nicht. Nur, dass sich ihnen auf einmal jemand angeschlossen hatte. Es ist ja manchmal wie mit dem Wald, den man vor lauter Bäumen nicht sieht. Dann, während sie noch miteinander redeten, kam Jesus selbst dazu und schloss sich ihnen an. Aber es war, als ob ihnen jemand die Augen zuhielt und sie erkannten ihn nicht. Hier ist es Jesus als der Auferstandene, der ihnen erscheint. Ihr Freund, den sie eigentlich hätten kennen können, neben ihnen geht er her. Aber sie erkennen ihn nicht. Und so lässt er sich einfach erzählen, was sie bewegt. Und er holt so langsam den Spaten raus, nachdem er nahezu fassungslos ist, dass die beiden nicht begreifen, worum es mit seiner Geschichte denn gegangen war und immer noch ging. Warum seid ihr so begriffsstutzig und tut euch so schwer damit zu glauben, dass die Propheten recht gehabt haben? Musste der Christus das nicht alles erleiden, um in die Herrlichkeit seines Reiches zu gelangen? Noch immer gibt sich Jesus nicht zu erkennen. Und doch könnten die beiden bei seinen Ausführungen ja so langsam mal auf den Trichter kommen, wer das ist. Jesus gräbt ihnen in jedem Fall den Boden auf, damit ihr Verstehen keimen und wachsen kann. Und das finden die beiden so spannend
Und es berührt sie, was er ihnen alles erzählt, dass sie ihn bitten, Herr, bleibe bei uns, denn es will Abend werden und der Tag hat sich geneigt. Und Jesus folgt ihrer Einladung. Und dann kommt dieser eine Moment, wo sie alles verstehen. Dann, nachdem er sich mit ihnen zum Essen niedergelassen hatte, nahm er das Brot und sprach das Dankgebet. Er brach das Brot in Stücke und gab es ihnen. Da fiel es ihnen wie Schuppen von den Augen und sie erkannten ihn. Im selben Augenblick verschwand er vor ihnen. Das war alles. Mehr musste nicht sein. Er musste jetzt nicht mehr bleiben. Nur darum war es gegangen, dass sie es endlich verstehen, erkennen, erfahren, worum es ging. Das war Emmaus für sie, ihr Emmaus-Erlebnis. So ist dieser bis heute nicht lokalisierte Ort zu einem lebensentscheidenden Ereignisort geworden. Nicht nur die Frauen am Grab konnten nun von Jesus erzählen, den sie gesehen hatten, auch Kleopas und sein Freund konnten das tun, denn nun hatten sie ihren Herrn auch gesehen. Sie hatten weiter sehen können, als bis zu einem Abendessen mit einem Fremden in einem heute vergessenen Dorf. Sie hatten durchblicken können durch die ganze Geschichte, die sie einander erzählt hatten und nicht verstanden. Sie sahen nun bis auf den tiefsten Grund, der gebaut ist aus so vielen Steinen des Heilshandelns unseres Gottes in der Geschichte mit seinen Menschen und eben auch immer mit Jesus. Emmaus, das ist ein Ort, an dem es in die Tiefe geht, in die Weite, ins Verstehen, ins Kreative, in die Träume, in die Sehnsüchte, in Ehrlichkeit und in die Wahrheit, auch wenn die nicht immer ganz einfach ist. Dabei kann Emmaus auch ganz einfach sein, kann sich auf einmal mitten in unserem Alltag auftun. Da steht einer vor der Frage, ob er schon in Rente gehen oder lieber weiterarbeiten soll. Klingt nach nicht viel, aber ist je nach Mensch durchaus schwierig. Da sind so viele Fragen. Was tue ich ohne meinen Job? Wie fülle ich meine Zeit? Reicht das Geld? Wird das nicht langweilig? Wie verändert das meine Tage? Emmaus mag hier nach einer Geschichte voller Nachdenken und Austauschen mit vielen Menschen Perspektiven öffnen, Raum für Ideen schenken, was alles so seine Zeit ohne Arbeit sein kann, was sie füllen kann. Ja, inwieweit man sich da dann auch noch einmal ganz neu finden und erfinden kann. Emmaus meint, das Fragen zu durchbrechen und zu sehen, welche Chancen da sind. Das ist so ein wenig wie mit dem Satz der Schriftstellerin Susanne Niemeyer, die sagt, der Himmel beginnt hier und mit einem halben Fuß stehe ich schon drin. Und in Emmaus ist dann der ganze Fuß drin und man weiß, so geht's. Oder wie es die Jünger sagen würden, der Herr ist wahrhaftig auferstanden. Da hängen Menschen in Beziehungen fest und sie spüren, dass es im Grunde nichts Tragfähiges mehr ist. Alles ist im Ungleichgewicht, kommt vielleicht noch freundlich daher, aber die Liebe, dieses Gefühl, diese Lebenshaltung, die eine Beziehung auch gründet, die scheint zu fehlen. Im Raum von Emmaus öffnen sich Türen, die helfen, vielleicht beim Loslassen. Sie führen in angstfreie Räume, wenn man sich gar nicht vorstellen kann, wie das allein gehen soll, ohne einander. Wobei alle wissen, dass es miteinander auch nicht geht. Emmaus mag auch nochmal einen Traum neuer Gemeinschaft öffnen, mag entdecken helfen, dass die Liebe sich bloß verkleidet hatte und etwas mehr Pflege braucht, dass es manchmal ein genaues Hinsehen braucht, wo sie wirklich steckt, um zu entdecken, er ist nicht hier, er ist auferstanden.
Emmaus mag auch nach langem Streit und Schweigen bloßlegen, dass da eine Tür ist, die beim Durchschreiten den Krampf löst und beiden Seiten hilft, sich wieder zu begegnen und vielleicht sogar miteinander zu lachen, wenn man sieht, hat sich darum unser Streit gelohnt. Emmaus meint immer weiterblicken, durchbrechen zum Eigentlichen, entschieden, mutig und froh zu sehen, der Tod hat ausgespielt die anscheinend so unüberwindlichen Barrieren im Leben, die so vielen unbeantworteten Fragen, stellen vor Gott kein Problem mehr dar. Es ist ein neuer Weg da und Emmaus, da kann uns die Tür aufgehen. Der Weg bis Emmaus kann lang sein, sehr lang, und ist oft ein Weg, wo der Mensch nicht weiterzukommen scheint. Aber unser Glaube sagt im Blick auf diese Geschichte, wer nach Emmaus aufbricht, der ist geführt, der ist begleitet. Und wer Emmaus erreicht, wird eine Tür finden, wird entdecken, dass Emmaus kein Ziel ist, sondern ein Durchgang, ein neuer Weg, ein Neubeginn, eine Bestätigung, eine Klärung oder was der Weg denn auch gefordert hat. Wir glauben daran, dass auf all diesen Wegen immer der dabei ist, der auch die Grenzen des Verstehens durchbrochen hat und uns allen, wie Kleopas und seinem Freund, zeigt, hier geht es lang. Auch wenn es manchmal mit dem Verstehen müht. Mancher muss lange unterwegs sein, bis Emmaus für ihn oder sie in Sicht kommt. Aber dann lichtet sich's und wir sehen, wie die Jünger, war unser Herz nicht Feuer und Flamme, als er unterwegs mit uns redete und uns die heiligen Schriften erklärte, der Herr ist wirklich auferstanden. Amen. Lassen Sie uns beten, wie der auferstandene Christus uns gelehrt hat zu beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und so geleite sie Gottes Segen durch die kommende Woche. Der Herr segne dich und er behüte dich. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und er schenke dir seinen Frieden. Amen. Und wenn Sie mögen, dann sehen wir uns am kommenden Sonntag zur nächsten Online-Andacht wieder. Bleiben Sie behütet und auf Wiedersehen.